Und hallo Leute und herzlich willkommen zurück, was heißt hier zurück, zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Und zwar Astronia und mit dabei ist der Schobi. Wer sonst? Genau, also ich kenne auch andere Leute. Glaube ich. Nee, ich kenne auch andere Leute. Ob die mich kennen, keine Ahnung. Also, wollen wir starten? Na klar. Gut. Dann Spiel beitreten, oder? Ja. Yep, bin schon in einer neuen Welt. Ich habe so gut wie keine Erfahrung für dieses Spiel. Wir haben nur kurz angetestet, ob alles funktioniert, wie es soll. Ich hätte die Lautstärke runtergedreht. Das ist irgendwie mega laut immer noch. Verlassen. Oh. Sieht dich um. Zoom. Wasser aufheben. Okay. Aktionsrad? Ja. Aha. Kompass? Okay. Es gibt Missionen. Gut. So, bevor wir irgendetwas anderes machen. Das ist eigentlich schon. Ja, hallo. So. Gut, was müssen wir machen? Das ist einmal. Wir nehmen das an. Muss ich das auch annehmen, oder? Nee, das gilt für uns beide. Also, wir haben hier einen kleinen Drucker und wir haben hier einen Sauerstoffmacher. Ein Sauerstoffmacher. Den stecken wir da rein und dann kriegen wir definitiv Sauerstoff. Und den können wir da schon mal anstecken. Okay, so. Und jetzt kannst du die anderen Sachen nicht annehmen. Und das waren jetzt schon mal die ersten Quests. Wir hatten also bis jetzt keinen Sauerstoff. Wir hätten also versauerstoffen können. Doch, hatten wir. Aber jetzt haben wir halt einen Sauerstoffgenerator. Ich kann den jetzt auch rausnehmen. Wir haben trotzdem noch Sauerstoff. Atempause. Was soll die Base halt das allgemein noch mitmacht, aber. Ja. So. Ah, das sind die Belohnung Atempause. Ablagerung. Fülle einen kleinen Kanister mit Erde. Und sammle Gemisch, sammle Harz. Okay. Ja. Bin dabei. Okay. Und kann man hier reingehen? Nee. In was? In die Base? Ja. Doch kann man. Hä? Wie? Weiß ich gerade nicht genau. Normalerweise muss das F sein, oder nicht? Ja, mit F kannst du reingehen. Auf die Tür und dann F. Ah. Genau. Und was bringt das? Naja, also bei mir wird das Spiel gespeichert. Aber ich tue auch den Server hosten. Ah. Und was sind das für Sachen hier hinten und so drumherum? Wie hier hinten unterm Rohn.
Was genau? Also, hier hinten ist so ein Teil. Unterkunft steht. Hier. Ach so. Das ist sozusagen von dieser Basis, die hier steht, ist es ein Teil, das was schon mal Energie macht. Das siehst du hier, das Kabel. Ja. Da ist ja noch nichts dran an Energie. Das heißt, der würde auch nicht funktionieren. Den müssen wir jetzt hier anstecken, dann bekommt er Energie. Und das ist eben hier von dieser Basis der Energielieferant. Der macht okay. Zumindest schon mal ein bisschen Basisenergie, damit man überhaupt irgendwas machen kann am Anfang. Okay. Genau. Mit Eva ist hier. Und wir müssen... Okay, ich hätte gedacht, dass hier noch ein wenig mehr Harz ist, aber das war nur oberflächlich ein bisschen. Naja, dann... Fange ich halt schon mal an, hier nach unten zu graben. Können wir das später dann nehmen, um in die Höhlen zu gehen. Das heißt, wir finden hier in der Nähe einen großen Höhleneingang, dann können wir natürlich das verwenden. Ja, du könntest ja noch mal schauen, was wir als... du hast das gerade gemischt, sehr schön. Was ist das? Ich muss mich hier an die Steuerung gewöhnen. Ja, die ist ein bisschen anders als bei vielen anderen Spielen. Ja. Stimmt schon. Na. So. Ah, ich habe die erste Höhle gefunden. Oh. Ich muss jetzt vielleicht. Harz hast du noch nicht gefunden. Doch, habe ich schon gefunden, aber nicht viel. Ja, eben. Ich meine, um die Aufgabe abzuschließen. Ach so. Wie viel brauchen wir? Vier Stück wahrscheinlich, oder? Ja, vier Stück. Okay. Na, ist ja hinten am Berg schon noch einiges. Was ist das? So, ein Höhleneingang. Franken, okay. Gut. Okay, jetzt haben wir genug. Dann gebe ich die Quest mal ab. Ja. Und wie macht man diese Schlauchdinger? Du musst in das Inventar gehen und dann brauchst du einmal Gemisch und dann kannst du das vercraften. Morgen aktiv. Inventar war Q, oder? Inventar war Q, ja. Und was ist mit Tab? Tabulator ist für unser ganzes Research-Gedönse. Arbeitsrecht produzieren, kleiner Drucker. Ist es Verbindung? Ja. Ist es Verbindung? Und ist das so ein Ding? Sauerstoff. Und dann kann ich mit T. Genau, das also dann mit T ist halt der Quick-Ding, wo du das platzieren kannst. Du kannst natürlich auch einfach aus dem Inventar rausnehmen und dann so platzieren. Aber ich glaube, mit T ist es dann doch ein bisschen leichter. Hier sind jetzt Plattformen. Mittelgroßes ja. Lager. Was muss man mit denen machen? Zuerst mal habe ich hier so ein Ding mitgebracht. Gesehen ja. Habe. Du kannst ja schon mal alles auspacken. Muss ich die irgendwo platzieren und dann. Nee, du musst einfach mal auspacken. Okay, halten.
So, dann nehmen wir noch das Lager. Und zum Beispiel können wir jetzt halt hier das Lager draufpacken, wenn wir möchten. Oder wir nehmen den Druckunternehmer da drauf platzieren. Wir haben jetzt zwei. Hier den Drucker auf der Plattform haben und dann tun wir nur die Plattform anstecken. Außerdem können wir dann die Plattform hier nehmen. Und ich weiß, dieser kleine Kanister. Was macht man damit? So, erstmal hier. So, Plattform zusammenstecken und schon hat die andere Plattform auch Energie. So, den kleinen Kanister, den tust du mal in deinem Inventar an irgendeinem Platz ran. Ich mach's gerne ans Tool, was du hast. Weil das da halt. Ja, weil du in diesen Kanister, wenn du was abbaust, tust du die Erde da rein in diesen Kanister und dann kannst du das auch wieder anbauen. Also halt wieder irgendwo was hinbauen. Okay. Ein bisschen verwirrt. Ich muss mich zuerst noch mit allem gewöhnen. Ja, passt schon. So. Wir haben das abgeschlossen. Ah, ne, das ist jetzt. Ah, das sind die aktiven. Und dieses Lager, da kann man. Da kannst du jetzt einfach Ressourcen draufstecken. Dass die nicht wegfliegen, sozusagen. Wie wegfliegen? Naja, das Ding ist jetzt einfach so beweglich, sage ich jetzt mal. Und wenn mal ein stärkerer Wind kommt, dann fliegt es auch wirklich weg. Oh. Ja. So, wo hattest du jetzt das Gemisch gefunden? Das Gemisch war da drüben. Da drüben. Ah, okay. Ich sehe es schon. Ja. Gemisch und Harz werden wir einiges benötigen. Okay. Vor allem irgendwann später, aber jetzt eigentlich auch schon. Steuerung ist ein bisschen neu. Und Bäume können wir nicht abernten? Nee. Okay. Ah, da ist sogar Quarz drin. Okay. Oh. Direkt mal Quarz gefunden. So, du hast Quarz gefunden, sagst du? Ja, ich habe ja Quarz gefunden. Das können wir dann später weiter verarbeiten. Okay. Also jetzt glaube ich, brauchen wir es noch nicht, aber später definitiv. Gut. Vielleicht erstmal. Mache ich mir nochmal ein paar Verbindungen. So, wir sollen uns einen mittelgroßen Drucker machen. Hast du noch ein Gemisch? Ein Gemisch? Wie sieht der aus? Der hat so ein Gemisch hier. Sowas. Ja, habe ich. Dann mach mal Shift-Linksklick auf das Ding. Das musst du nämlich nicht so manuell hin tun. Du kannst einfach Shift-Linksklick auf sowas machen. So, okay. Und dann lassen wir das mal drucken. Gut. Das druckt die uns jetzt Zeug aus. Ja, wenn es Energie hat, dann druckt er jetzt halt solche Sachen aus. So, den machen wir jetzt mal da drauf, den mittelgroßen Drucker.
schon haben wir einen mittelgroßen Drucker. So, zwei Gemisch und ein Harz. Also der kleine Drucker hat sich sozusagen arbeitslos gemacht. Nein, weil du kannst mit den kleinen Drucker Sachen drucken, die du mit den großen Drucker nicht drucken kannst. Okay. Aber mit dem großen Drucker kannst du halt größere Sachen drucken. Interessant. Okay, scheint kein Gemisch mehr zu sein. Schade. Da muss ich mal nach weiteren Gemisch suchen. Sehr viele Sachen zum Scannen. Ja, ist das gut oder schlecht? Einiges an Research. Naja, dann kriegen wir jetzt schon mal am Anfang sehr viel Research rein. Ist eigentlich ganz gut, würde ich jetzt mal so sagen. Also natürlich bringt das hier noch nicht ganz so viel wie auf anderen Planeten dann später, aber ist schon mal ein guter Anfang. Okay. Gerade am Spielen. Siehst du. Haben wir denn hier noch mehr Gemisch? Also ich habe schon mal Lehm gefunden. Leider noch kein Gemisch. Also zumindest an der Oberfläche kein Gemisch. Noch mehr Harz. Okay. Ah, ich finde, die Fläche sollte ein bisschen gleichmäßig sein. Wenn wir schon dabei sind. Gut, was müssen wir überhaupt machen? Habe mich ablenken lassen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Gemisch suchen. Aber ich finde gerade nicht wirklich was. Kannst du gerne auch noch mal schauen, ob du was findest. Ja. Also, Drucker und verbinde kleine Generatoren mit Energienetzen. Okay. Für Wissenschaft, Druck und verwende Forschungskammer. Komm. Halt noch ein paar Meter durch. Ha, geschafft. So. Okay. Dann suche ich mal ein bisschen Gemisch. Ja, ich suche hier auch nochmal, ob ich noch irgendwas finde. Oh, hier ist abgestürzte Raumstation. What? Da sind ja noch ein paar Sachen drin. Na, hier. Wo ist das hier? Hier hinten. Oh! Interessant. Kann man das abbauen? Du kannst das Ding ausgraben. Zumindest. Da müssten ein paar Sachen drin sein. Mensch, wieso haben wir denn hier kein Gemisch in der Umgebung? Drama, überall ist nur Harz. Hm.
Baut er einfach einen Tunnel. Ja, ich glaube, ich jetzt einfach mal weiter nach unten. Vielleicht wird er nicht da an der Höhle wegen mehr Gemisch. So. Okay. Wir werden das nachher anschauen. Was ich gefunden habe. Oh, das ist jetzt unpraktisch. Ach, so. Amik. Okay. Oh, wieder Hülle. Das da hinten sieht doch eigentlich ganz gut aus, würde ich jetzt mal so sagen. Was ist das da unten? Ist auch noch irgendwas. Okay. So. Wir sagen nicht viel. So, da sind wir wieder. Okay. Okay, was ist das? So, dann auspacken. Also, ich habe ein bisschen Gemisch gefunden und hab's mal große Plattform mitgenommen. Okay. Recht nicht. Okay. Den brauchen wir jetzt nicht, aber das da. Was ist das? Forschungskammer. Kann man übrigens auch direkt auf die Plattform draufdrucken. Okay. Interessant. Und können wir eigentlich schon Lager bauen? Weiß ich nicht. Mittelgroßes Lager, 2 Harz. Harz habe ich nicht. Es dauert halt beides ein bisschen länger, weil wir 2 Sachen gleichzeitig drucken und so viel Energie haben wir nicht. Okay. Wir haben eine wir können ja keine Dinge warten. Ich habe hier einen Verpacker, was macht das? Er verpackt.
Okay, wo soll ich den hinpacken? Ich brauche das Zeug hier im Moment ja nicht. Ja, du musst einfach hinlegen auf dem Boden. Gut, Verbindungen. Was ist das? Ah, das da, okay. Was ist das? Also ah, der Missionsstock. Ich habe einen Generator gemacht. Ja. Damit wir meine Energie zur Verfügung haben. Ja, der... Das kann... Dynamit habe ich gefunden und Feststoffe Sprungbooster. Okay. Kannst du mal. Also das Dynamit brauchen wir später, das weiß ich. Den Sprungbooster. Warte mal. Ich werde die ganze Zeit hier das Gras da reinlegen. Ist natürlich nicht so. Nicht so gut. Dann. Große Plattform A, 2 Harz. Jetzt habe ich kein Harz mehr. Ein Sauerstofffilter, was bringt das? In dem Sinne, wenn du kein Sauerstoff, also der schaltet sich an, damit du Sauerstoff bekommst für eine kurze Zeit. Okay. Damit wird er halt komplett verbraucht. Kann man irgendwo das sehen? Ist das prim? Verbindung? Okay, der Rest ist... Feldgrößen. Also, ich habe es noch zurückgeschafft. Hab mir wieder keine Leitung gelegt. Also das Übliche. Ja. Cool. Hey Junge! Ui. Toll. Kannst du schon mal den Forschungsgegenstand in die Forschungskammer reintun? Du meinst einer dieser Pflanzen? Dann muss ich, glaube ich, irgendwo... So. Was willst du machen? Kleiner Generator. Und eine Batterie dazwischen schalten. Okay. Muss man da noch eine kleine Batterie oder so reinknallen? Oder ist das die kleine Batterie, die man im Inventar herstellen kann? Kann man Inventar herstellen mittlerweile? Kleine Batterie. Ah, mit Zink. Ja, haben wir halt nicht. Wir haben kein Zink. Aber die kann man sozusagen herstellen. Ah, da ist die Plattform. So, und zwar können wir jetzt das Lager hinnehmen. Wir nehmen den Generator und den Generator und die nehmen sich jetzt automatisch von dem Lager die Sachen weg. Okay. So. Zack. Und wie sieht eigentlich ein kleines Lager aus? Das ist ein kleines Lager. Bei mir steht mittelgroßes Lager. Echt? Ach so. Weiß nicht, ob es so ein kleines überhaupt gibt. Tatsächlich. Dann warum nennen sie das so? Baum. Ja, super. So, was haben wir für die Wissenschaft? Zack. Und das da. Naja, wir können hier Markierungen setzen jetzt. Hier. Zwei Markierungen ist im Inventar. Leuchtfeuer.
So. Also wir brauchen mehr, also 2000 Bytes mehr. Gut, dann tue ich mal hier ein paar Sachen erforschen. Also das ist zumindest eine von den Quests. Was ist das überhaupt? Mhm. Oh. Ich könnte da Samen ernten. Das ist ja interessant. Also bei so Bäumen, wo es wie so grüne Blumen dran sind, da kannst du die sozusagen abbauen und da kriegst du Samen dafür. Ja. Okay. Oh, und wir sind schon bei 31 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.